Prinz Harry möchte Williams Kinder dunklem Schicksal bewahren. In seinen Memoiren Spare, DT, Reserve, verrät Prinz Harry, 38, einige schockierende Details über seine komplizierte Beziehung zu seinem Bruder Prinz William. 40. Er schreibt immer wieder von Konkurrenzverhalten, behauptet sogar, dass der heutige Prinz of Wales ihn einst körperlich angegriffen habe. Dennoch lägen seine Neffen und seine Nichte Harry sehr am Herzen. In einem neuen Interview mit Telegraph erläutert der Herzog von Sussex, dass er Prinz George, 9, Prinzessin Charlotte, 7, und Prinz Louis, 4, helfen wollte. Im Gespräch mit Briony Gordon für den Telegraph betont Prinz Harry, dass er ein Mensch sei, der gerne Dinge in Ordnung bringe. Wenn ich ein Fehlverhalten und ein Verhaltensmuster sehe, das Menschen schadet, werde ich alles tun, was ich kann, um es zu ändern, führt er aus. Damit dürfte er auf die britische Königsfamilie anspielen und gleichzeitig die Veröffentlichung seiner Memoiren erneut rechtfertigen. Auch in Bezug auf die Familie seines Bruders habe er ein Problem entdeckt, erklärt er in dem Interview, das in seinem Haus in Montecito, Kalifornien, geführt wurde, er mache sich Sorgen um die Spares. Während Prinz George Thronfolger ist, könnten Charlotte und Louis das gleiche Schicksal teilen wie er. Ich weiß ganz genau, dass es in meiner Familie, wenn es nicht uns trifft, jemand anderen treffen wird, sagt der 38-Jährige und fügt hinzu, obwohl William und ich ein oder zweimal darüber gesprochen haben und er mir sehr deutlich gemacht hat, dass ich nicht für seine Kinder verantwortlich bin, fühle ich mich dennoch verantwortlich. Denn Harry wisse, dass von diesen drei Kindern mindestens eines so enden wird wie ich. Als Ersatzmann. Und das tut weh, das beunruhigt mich. Damit unterstreicht Prinz Harry einmal mehr, wie sehr ihn das Aufwachsen als ständige Nummer 2 belastet hat. Verwendete Quelle: Telegraph Co.